Okay. Braucht die Welt noch ein Tonex-Video? Nee, vermutlich nicht. Aber ich habe mir mal fünf Fragen aufgeschrieben, die ich kurz erklären, erläutern, durchgehen wollte. Vielleicht zu mir. Ich habe die letzten 10, 12 Jahre, ich weiß nicht, wie lange es die Camper-Geschichten tatsächlich gibt, gemieden wie die Pest, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil ich am Anfang von den Resultaten nicht überzeugt war und es mich insofern nicht interessiert hat. Zum anderen, außer dass ich nun, wie soll ich sagen, wie man hier sieht, ein Verstärker-Fetischist bin, auch die Schwierigkeit gesehen habe, dass die Geschäftsgrundlage von dem einen oder anderen, mit dem ich auch befreundet bin, entzieht und das nicht gut geheißen. Und ich habe auch insbesondere von den Software, Plugins und so weiter, die es da gab, war ich nie wirklich hundertprozentig überzeugt. Was mich dann am Ende überzeugt hat, waren zwei Dinge. Zum einen ein Video von Studio Reds, wo der Peter, meine ich, heißt er, seinen Matchless gecaptured hat. Das war schon mehr als authentisch. Das war im Prinzip eine 1:1-Kopie. Und das fand ich sehr beeindruckend. Der Carsten Göke hat ein paar Sounds aufgenommen, die Technik ein bisschen erklärt. Gut, ich meine, der klingt sowieso gut, egal wo rein, wodurch er spielt. Aber wenn der mir sagt, dass das klingt, dann glaube ich ihm das. Und deswegen dachte ich, okay, ich besorge mir auch so ein Teil. Und habe es dann selber probiert. Zum einen habe ich die Verstärker, die man halt jetzt hier sieht, gecaptured über die letzten paar Tage, auch meine eigenen. Und ich sollte vielleicht dazu sagen, das, was ich an Statements dazu abgebe, bezieht sich im Prinzip auf diese Umgebung, die ich habe. Das ist eine Grossmann ISO-Box mit einem Vintage 30 und einem SM57 und einem Ribbon-Mikro. Und ich höre da keinen Unterschied. Also das Ding ist wirklich authentisch. Das heißt nicht, dass wenn man es auf einer Bühne einsetzt oder wie auch immer, man das gleiche Resultat hat oder dass das Resultat in jedem Fall das für jeden optimale ist, sondern für mich ist es in dieser Umgebung das Optimale. Das Schöne für mich ist, da ich mich gewöhnlicherweise an drei Orten aufhalte, nämlich zum einen hier, dann die Woche über bin ich in der Nähe von Köln untergebracht und zum dritten an meinem Urlaubsort. Und überall habe ich im Prinzip Macs zur Verfügung. Ich kann diese Amps wie auch meine immer mit mir rumschleppen und es klingt halt so wie hier, was ich wirklich gut finde und kann eben die Sachen, die ich dann aufnehme, so aufnehmen, als würde ich sie hier aufnehmen. Finde ich fantastisch. Zweite Frage, klingt es authentisch? Habe ich ja im Prinzip schon gesagt. Ja, ich finde schon, eben in der jeweils verwendeten Umgebung, in der man captured. Wenn sie die ist, die man üblicherweise benutzt, umso besser. Das muss natürlich nicht immer der Fall sein. Aber also ich finde es 100 Pro. Was mir aufgefallen ist, das liegt aber eher an mir und den Schwierigkeiten, Gain-Sounds, High-Gain-Sounds zu kreieren oder zu capturen, kein großes Problem. Ich habe einen umgebauten alten Red Knob Twin, den ich geblackfaced habe, von 100 auf 50 Watt geändert habe und so weiter. Den zu capturen war insofern ein bisschen herausfordernder, weil ich nicht die, weiß ich nicht, die passende Mikrofone oder die passende Technik angewandt habe. Das werde ich nochmal machen müssen, damit ich da auch zu zufriedenstellenden Resultaten komme. Aber ich denke, das ist, wie gesagt, eher eine Frage von dem Aufwand, den ich letztendlich damit betreibe. Ansonsten bin ich happy, weil ich habe mit den 11 Amps oder 12 Amps jetzt etwa 30, 35 Sounds und das wird bis ans Ende meiner Tage vermutlich ausreichen. Es sei denn, der liebe Peter beispielsweise kreiert nochmal einen Verstärker, der komplett anders klingt als das, was ich hier habe. Und dann gehe ich auch her und hole mir einen. Es gibt welche, die mich, nachdem ich sie vor allen Dingen im direkten Vergleich hin und her ein paar Mal gehört habe, jetzt nicht mehr so überzeugen, wie vielleicht vorher, wo es im Mix nicht so aufgefallen ist. Zum Beispiel der Friedman, der wird sicherlich gehen, einfach deswegen, weil der Helios deutlich besser ist und weil. Hört sich vielleicht doof an, aber mein eigenes Zeug mir mittlerweile besser gefällt als das gekaufte. Anyway, das spielt aber keine Rolle. Was viele derjenigen, die ein Review machen, nicht so stark in den Vordergrund rücken, ist die Tatsache, dass der USB-Ausgang im Prinzip ein USB-Interface ist. Ich finde das super praktisch. Am
PC und Mac kann man ja relativ simpel hin und her schalten. Was ich auch mache, mein Audient benutze ich halt für die Sachen, die ich normalerweise mache. An die sind auch die Mikrofone und so weiter angeschlossen. Und ich nutze das Ding halt hier, wie dann auch später, also das Interface, um die Gitarrensounds direkt aufzunehmen, Latenzen und so weiter. Mir ist da jetzt nichts Negatives aufgefallen. Ich finde das sehr gut verwendbar und einfach super praktikabel. Man schließt es einfach an und hat ein zweites Interface, sucht sich's in den entsprechenden Preferences aus. Und alles ist gut. Man muss da keinen Aufwand machen und irgendwelche Routings beachten oder sonst irgendwas. Also geile Geschichte. Ist auch keine Schwierigkeit, dass der Kopfhörerausgang dann am anderen Interface oder wie auch immer hängt. Da muss man dann halt ein bisschen aufs Routing gucken. Aber, also ich finde es gut. Was für mich auch noch ein Kaufgrund war, außer den, sagen wir mal, Erfahrungswerten von zwei, drei Leuten, war der Punkt, dass ich dann die Möglichkeit habe, etwas variabler bei Bass-Sounds zu sein. Ich hab einen aktiven und einen passiven Bass und ich nehme halt gelegentlich Sachen auf oder cover die oder whatever. Und die Ampeg-Glockenklang und Trace Elliot Captures, über die ich gestolpert bin oder die ich mir ausgesucht habe, sind wirklich so gut, dass ich jetzt die Variabilität habe, die ich vorher so nicht hatte und jetzt deutlich zufriedener bin mit meinen Bassmöglichkeiten. Als letzte Frage, würde ich es live benutzen? Nee, vermutlich nicht. Ich habe zwar eine wirklich gute Röhrenendstufe von Randell, auch MIDI-Schalter und mit allem Furz und Feuerstein. Aber ich glaube, dass der, wie soll ich sagen, physikalische Charakter des Bewegens von Luft über ein Quartett EL34 oder ein Pärchen 6L6, der würde mir zu sehr abgehen und ich glaube, da wird schon was fehlen. Geil finde ich es halt in Aufnahmesituationen, um jetzt nicht nur schnell und Kompromiss-Sounds zu haben, sondern um schnell authentische Sounds zu haben. Dafür finde ich es gut. Live würde ich es vermutlich nicht einsetzen. Gut, der eine oder andere wird es vermutlich doch machen und irgendwelche Lösungen finden mit direkt Front of House oder mit irgendwelchen Aktivboxen und so weiter. Aber gut, das wäre für mich nichts. Wobei die Frage ist, ob ich jemals nochmal irgendwann außer bei irgendeinem Akustik-Gig auf der Bühne stehe. Aber anyway, das ist ein Matter. Also ich kann es empfehlen, rundum. Werkssounds sind nicht besonders prickelnd. Sich umhören und schauen, wo sind gute Soundstudios, jetzt habe ich gesagt. Es wird andere geben. Olli von Session hat welche gemacht und so weiter. Gutes Interface. Der Loop fehlt mir nicht, weil ich es nicht, oder eine Loop fehlt mir ja nicht, weil ich es live nicht einsetzen würde. Das mache ich halt in der Software, dann Delay und Hall zufügen. Wie es auf Pedale davor reagiert, habe ich nicht getestet. Ich habe es allgemein nicht so mit Pedalen, werde ich vielleicht noch machen. Ich werde vielleicht nochmal ein Update geben, wie es dann mit dem umgebauten Twin gelaufen ist und wie ich für mich zumindest zu zufriedenstellenden Ergebnissen gekommen bin. Für alles jenseits von authentischen Blackface-Sounds kann ich sagen, und das betrifft eben, wie man an dem THC sieht, auch diese Übergangssounds, dass mit einer ISO-Box und einer guten Mikrofonierung man schon wirklich gute Resultate hinkriegt. Okay, ich will euch nicht weiter vollquatschen. Ich spiele vielleicht noch zwei, drei Sachen im Anschluss an das Video, wenn ich die Zeit finde, um zu zeigen, ja, weniger den A-B-Vergleich, ich glaube, davon gibt es auch mittlerweile genug, sondern einfach zu zeigen, dass man mit dem Gerät wirklich schöne Sounds oder gute Sounds hinkriegt. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis dann. Ciao. Thank you.
Thank you.